machen. So, wie habe ich euch versprochen, ich mache heute einen Film. Ich bin hier bei Ultron. Die haben viele, viele Neuigkeiten für uns. Und wer kann uns besser erzählen als der Geschäftsführer selbst? Wir gehen da, wir grüßen Danny und schauen wir. So. Hi Danny. Hallo Julian, grüß dich. So, Danny ist der Geschäftsführer von Firma Bultron und habe ich schon gesagt, unsere Kollege auf Giba hat diese Batterie präsentiert, aber weißt du was, für mich, wer kann besser als du erzählen über die Batterie? So, ja. Bitte. Ja, gerne. Also wie gesagt, Julian, bisher, also seit 3 Jahren haben wir die 300 Ampere unter dem Sitz. Genau. Das war bis jetzt damit die stärkste Untersitzbatterie, die es für den Fiat Ducato-Sitz gab. Und wie du siehst, haben wir da noch ungefähr ein Drittel Platz unter dem Sitz. Und deswegen haben wir uns überlegt, was kann man eigentlich insgesamt reinbringen, wenn man die gesamte Fläche ausnutzt. Und dabei ist genau diese Batterie herausgekommen. Das heißt, wir haben jetzt hier das Gehäuse einmal, also den Platz unter dem Sitz, ich nenne es mal fast vollständig ausgenutzt. Ja, ja, ja. Und zwar bei der Entwicklung haben wir uns als Maßstab genommen, eine Standard 95 Ampere Bleibatterie. Diese passt unter dem Fiat Ducato-Sitz als Beispiel zweimal unter. Das heißt, das ist ein DIN-Gehäuse und wir haben diese beiden DIN-Gehäuse zusammengestellt und haben dieses Gehäuse inklusive Pole genauso groß gemacht wie 2 Standard-DIN-Gehäuse. Das heißt, wir haben hier sozusagen ein Doppel-DIN-Gehäuse. Okay. So dass überall, wo zweimal 95 Ampere Bleibatterie reinpassen, auch genau wieder dieses Gehäuse reinpasst. So, das war wie gesagt das Grundmaß, was wir uns angenommen haben. Und dann haben wir den Innenraum halt maximal gefüllt. Das heißt, von links nach rechts, von vorne bis hinten komplett mit Zellen gefüllt, sodass wir es wirklich optimal ausreizen. Und die Höhe ist ja auch vorgegeben in dem Fall mit 19 cm. Und dann haben wir versucht natürlich auch bei der hohen Kapazität, die wir hier erreicht haben mit 480 Ampere, auch natürlich nicht bloß große Kapazität, sondern auch hohe Ströme, die du entnehmen kannst. So, und dabei ist uns eine andere Idee gekommen, die es so auch noch nicht auf dem Markt gibt. Das heißt, wir haben hier nicht wie in normalen Batterien ein Batteriemanagementsystem reingesetzt, sondern wir haben das doppelt verbaut. Okay. Das hat den Vorteil, bei jeder Batterie ist es so, sollte zum Beispiel die Elektronik versagen, ist die ganze Batterie aus. Das heißt, ohne die Elektronik läuft die ganze Batterie nicht. Klar. So, häufig, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 2 Batterien verbaut hätte, so wie es standardmäßig ja auch unter dem Sitz ist mit Bleibatterien, wenn eine ausfällt, läuft die andere noch. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt eine große Batterie. Wenn wir jetzt 2 Batteriemanagementsysteme verbauen und die parallel schalten, sprich redundant verbauen, wenn eins ausfällt, läuft die Batterie mit einem sozusagen normal weiter und zwar mit der vollen Kapazität. Mhm. Das ist nicht deswegen geteilt, das heißt nicht, wir haben hier 2 Batterien mit jeweils einem BMS und wenn eins ausfällt, ist die halbe Batterieleistung weg. Nein. Nein, es läuft mit voller Kapazität weiter, auch mit einem BMS. Das war der Hintergrund bei der Entwicklung, sodass wir da auch eine erhöhte Ausfallsicherheit haben, auch wenn wir nur einen großen Batterieblock drin verbaut haben. Also das war so einmal der Gedanke dahinter. Aber auch ein großer Vorteil ist, dass du kannst jetzt dauert den Ladestrom doppelt auch. Genau, das ist der zweite positive Nebeneffekt. Das heißt, wir haben jetzt hier angegeben einen Dauerentladestrom von 300 Ampere und einen Spitzenentladestrom von 1000 Ampere. So, das sind schon mal gewaltige Werte. Und diese 300 Ampere, die wurden jetzt ja auch schon getestet, okay, wie du gerade sagtest, ja, bei Giba. Die haben das für eine halbe Stunde lang laufen lassen mit 300 Ampere, das sind ungefähr 4000 Watt. So, und selbst nach einer halben Stunde mit 4000 Watt war die Batterie innen drin, das heißt das Batteriemanagementsystem oder sämtliche Verkabelungen drin, nicht viel wärmer als 32 Grad. Das heißt, genau, da ist kein großer Temperaturanstieg, das heißt wir haben auch sehr viel Leistungsreserve nach oben, weil wenn man die Leistung höher nimmt als angegeben, würde sich das BMS sozusagen erwärmen und von daher sieht man, wie viel Reserve hier eigentlich noch drin steckt von der Leistung, das heißt auch 5000 Watt wären kein Problem für das System, diese zu liefern. Genau, von Erfahrung, ich glaube, keine Kunde von uns, keine Camper nutzt mehr als 30 Minuten, 45 Minuten so viel Leistung. Ja? Richtig, genau. Hast du, wahrscheinlich hast du eine Herd, elektrische Herd und kannst etwas kochen und genau, zwischenzeit läuft deine Klima, sagen wir so. Aber umsonst auch eine Klima, wenn du lässt 5 Stunden, ein Klima verbraucht
76 Ampere pro Stunde, das ist überhaupt kein Problem für. Nein, das ist natürlich für Wohnmobile, ich meine, wir könnten jetzt den Extremfall machen, wir haben draußen zwei E-Bikes, die werden geladen, genau. Die ziehen ihren Strom, so, dann bin ich dabei, die Klimaanlage läuft vielleicht, weil es draußen sehr warm ist, jetzt fange ich an, mir entweder einen Kaffee zu kochen oder ich betreibe mein Induktionsfeld, um dort was zu machen. Wenn der Wechselrichter das mitmacht, kann die Batterie das auch. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt mal als großen Wechselrichter, so ein Victron Multi Plus 5000 hätte, der könnte das selbst noch alles betreiben. Ja, von daher sehr hohe Leistungsreserven. Super. Aber wie gesagt, das war noch nicht alles, was wir als Bundle reingenommen haben, weil wir haben gesagt, okay, wenn ich das jetzt baue, wir haben so schon eine sehr hohe Lebensdauer bei den Zellen, die wir verwenden, mit 6000 Zyklen bei 80% Entladungstiefe. Aber wir wollten das ganze System absolut narrensicher machen. Und deswegen haben wir dann zum Beispiel noch einmal ein Heizungssystem hier eingebaut. Okay. Das heißt, die Batterie wird auch geheizt. Immer nur dann, das ist für Lithium wichtig, wenn die Temperaturen in der Batterie unter 0 Grad fallen und ich möchte sie laden, dann funktioniert das nicht. Jetzt kann man sagen, Mensch, die Batterie wird doch unter dem Sitz eingebaut. Wie wird das denn unter 0 Grad? Ich sitze doch im Fahrzeug und heize das doch. Ich sitze doch nicht in der Kälte. Genau. Das ist richtig, aber bevor man losfährt, steht das Fahrzeug ja meistens. Und wenn ich auch mal im Winter los möchte, das Fahrzeug hat draußen gestanden, es hat gefroren, so, dann friert irgendwann natürlich auch die Batterie im Inneren durch. So, und jetzt könnte man sagen, okay, ich gehe ins Fahrzeug, mache das wieder an, heiz das Fahrzeug auf, dann ist die Batterie wieder schnell warm. Das funktioniert leider nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Dauert ein bisschen. Genau, man kann sich das immer vorstellen. Du nimmst zu Hause eine Ente aus dem Gefrierschrank, packst die abends hin und hoffst, dass sie morgens innen drin aufgetaut ist. Und das Ding wiegt vielleicht 3 Kilo oder 4 Kilo, meinetwegen. Jetzt haben wir hier eine Batterie, die wiegt 42 Kilo. So, bis dieser Block aufgetaut ist, da reicht ein Tag auch nicht ganz aus, bei, ich sag mal, 20 Grad Raumtemperatur im Wohnmobil. So, und damit die Batterie wieder geladen werden kann, haben wir halt eine Heizung verbaut, die die Batterie schnell aufheizt. Dann kann ich sie zum einen wieder aufladen und der zweite positive Nebeneffekt ist, eine Batterie, wenn sie kalt wird, verliert sie an Kapazität. Das heißt, bei einer Lithiumbatterie kann man sagen, minus 20 Grad Celsius bedeutet letztendlich nur noch 70% der ursprünglichen Kapazität, die ich nutzen kann. Das heißt, ich verliere 30%, nur weil es kalt ist. Okay. Wenn ich jetzt diesen Ladevorgang ja denn durch die Heizung unterstütze, dass erstmal die Batterie aufgewärmt wird, das würde in dem Fall bis 10 Grad erfolgen, hat die Batterie wieder eine Temperatur, wo ich so ziemlich meine volle Kapazität wieder nutzbar habe. Das heißt, ich lade sie nicht bloß schneller wieder auf, sondern ich kann auch viel mehr Kapazität nutzen aus der Batterie. Das heißt, ein doppelter Nutzen durch die Heizung. Genau. Und deswegen bauen wir mittlerweile auch die Heizung serienmäßig in alle Batterien ein, wo dann zum Beispiel das Wort Polar draufsteht, ist dann immer eine Heizung drin. Wie die Heizung funktioniert, gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Wir haben zusätzlich hier noch ein weiteres Element draufgebaut, und zwar einen Aktivbalancer. Okay. Weil jedes BMS enthält schon einen Passivbalancer. Das ist auch das, was normalerweise in Lithiumbatterien verbaut wird, um die Zellen alle auszugleichen. Jetzt ist aber das Problem, ein passiver Zellbalancer ist nur sehr klein von der Leistung her, weil das ist nichts anderes als ein Widerstand, die auf die Platine mit draufkommt. Ja. Und die Zelle, die am höchsten ist von der Spannung, da wird ein Widerstand draufgesetzt, um den Strom, der auf die Zelle kommt, ein bisschen auszubremsen. So, weil das aber auf dem Board mit drauf ist, der Widerstand, und Widerstand nichts anderes macht, als Strom in Wärme umzuwandeln, darf der nicht zu groß sein, ansonsten überhitze ich meine Platine. So, das heißt, er hat nur einen sehr geringen Effekt. Wenn ich jetzt aber mit hohen Strömen lade, dann kann der die Zellen nicht unbedingt ausgleichen. Sobald eine Zelle die oberste Spannungsgrenze erreicht, wird der Ladevorgang komplett gestoppt und ich habe unausgeglichene Zellen. So, das möchten wir natürlich nicht, weil zum einen kann ich die Kapazität dann nicht mehr nutzen. Klar. Und ist letztendlich dann auch nicht mehr wirklich förderlich für die Lebensdauer. So, dementsprechend haben wir hier zusätzlich zu den beiden Passivbalancern noch einen Aktivbalancer mit 5 Ampere Leistung reingesetzt. Das heißt, mit sehr hohen Leistung. Ja. Und der arbeitet nach folgendem Prinzip. Der hat einen eigenen kleinen Zwischenspeicher. In dem Fall besteht er aus Kondensatoren. Gucken wir uns gleich am besten hier mal bei dem Beispiel an, bei der offenen Batterie. Dann können wir das besser erklären. Genau. Das ist dieses kleine Modell hier. Das heißt, der ist hier mit Kondensatoren bestückt. Der ist direkt, unabhängig von dem BMS, mit den Zellen verbunden. Okay. So, der guckt sich die Zellspannung an und der arbeitet ab einer Spannung von 12 Volt. Das heißt, der ist immer in Betrieb, der braucht keinen Ladestrom, keinen Entladestrom, ist nicht notwendig. Wenn der feststellt, dass hier ein Unterschied zwischen den Zellen ist, dann fängt er an und nimmt sich von der höchsten Zelle
Spannungsstrom. Das heißt, er lädt seine Kondensatoren schnell auf, die laden sich sehr schnell auf, verbindet sich dann sozusagen mit der schwächsten Zelle und entlädt die Kondensatoren wieder auf die schwächste Zelle. Okay. So, und somit schichtet er also Spannung und Strom von einer Zelle in die andere um. Und das macht er so lange, bis alle Zellen untereinander perfekt ausgeglichen sind. Und somit habe ich dann, wie gesagt, sehr gut ausgeglichene Zellen. Und das ist der positive Effekt, den ich dann habe. Ich kann meine Kapazität wirklich voll nutzen, weil ich alle Zellen auch gleichmäßig bis oben gegenbringe. Alles klar. Deswegen verbauen wir diesen. Und der ist auch, wie gesagt, schon seit 3 Jahren serienmäßig in allen unseren Batterien drin. Super. Das heißt, das ist jetzt nicht neu oder so, sondern das verbauen wir wirklich überall. Und es hat sich auch seit 3 Jahren bewährt, dass dadurch die Zellen immer top ausgeglichen sind und dadurch sehr hohe nutzbare Kapazität. Alles klar. So, jetzt ein paar Fragen zu dem Thema. Ganz, ganz wichtig, weil ich habe von Erfahrung, dass die Leute müssen das nochmal verstehen. Ja. Diese Heizung, was die, die funktionieren nicht immer, sondern richtig, nur wenn ich eine Ladequelle habe. Richtig. Beziehungsweise muss ich an Landstrom oder reiche Booster oder... Genau, das heißt, entweder hast du den Ladestrom drin, das heißt Landstrom und Landstrom ist drin, oder du machst den Motor ganz normal an, nach dem Motto, wie ich es gerade beschrieben habe, du kommst rein, dein Fahrzeug ist kalt, du möchtest starten und sobald du den Motor gestartet hast, kommt ja Ladestrom an der Batterie an. Genau. Das BMS sperrt ja erstmal den Stromeingang auf die Zellen, weil es ist zu kalt zum Laden. Genau. Er nimmt den Strom aber und lenkt ihn direkt auf die Heizung um und das macht er so lange in dem Fall jetzt, bis die Zellen eine Temperatur von 4 Grad haben. Ab da startet er den Ladevorgang parallel. Das heißt, die Heizung bleibt weiter in Betrieb. Ach so, okay. Aber es fängt schon an, die Zellladung auf 4 Grad. Und die Heizung bleibt so lange in Betrieb, bis sie die 10 Grad erreicht hat. Erst dann schaltet sie sich ab. Okay. Das hat folgenden Hintergrund. Zum einen, wir wollen ja nicht gleich wieder runterrutschen in diesen Bereich, wo sie nicht laden kann. Und wenn wir sie bis 10 Grad anheben, haben wir ein Temperaturniveau, wo ich erstens schneller laden kann, wo meine Batteriekapazität dadurch auch weiter ansteigt. Genau. Das heißt, es hat einen weiteren positiven Effekt. Und deswegen heizen wir parallel zum Laden dann nochmal bis 10 Grad hoch. Und sowieso, wenn ich 10 Grad erreiche, dann die Batterie wird nicht mehr kalt, weil genau, durch die Ladung wärmt sich von genau, alleine. Das heißt, wir haben jetzt hier Zellen, sind ein großer, schwerer Klotz. Das heißt, es ist ein träges Material. Mhm. Die fühlen sich langsam runter, die heizen sich aber auch langsam auf. Das heißt, wenn wir sie einmal auf 10 Grad gebracht haben, wird sie sich in der Raumtemperatur von 20 Grad auch nicht mehr abkühlen. Das heißt, sie wird eher so bleiben, vielleicht noch leicht ansteigen, sodass wir eine optimale Temperatur haben, um die Batterie wirklich maximal von der Kapazität her zu nutzen. Genau. Sagen wir, dass meine Batterie ist gefroren. Ja. Draußen sind minus 10, in meinem Wohnmobil sind keine minus 10, aber sagen wir minus 2, 3 oder so. Mhm. Wie gesagt, wie lange braucht die Heizung, die Zellen zu wärmen? Ja, das hängt jetzt natürlich immer von der Temperatur ab, die wir haben. Wenn wir sagen, wir sind bei minus 5 Grad, würde ich mal von ungefähr einer Viertelstunde ausgehen, ja, bis wir sie auf plus 4 Grad haben, bis sie wieder anfängt zu laden. Bei minus 10 müssen wir so circa eine halbe Stunde rechnen, bis sie wieder von minus 10 auf plus 4 Grad ist. Okay. Geht dann zwar noch weiter. Warten wir etwas. Eine Sekunde. Alles gut. Meine Zuschauer hören auch, was die Dame sagt. So, das ist also leicht. Ja. Wir sind auf der Messe. Ja? Genau. Also wir hatten, bei minus 10 Grad brauchen wir ungefähr eine halbe Stunde. Dann sind wir auf 4 Grad. Die Heizung läuft dann noch weiter bis 10 Grad. Ja. Weil das hat natürlich den Vorteil, dass dann die Batterie, wie gesagt, zum einen sich nicht wieder schnell runterkühlen kann. Ja. Und wir haben zum anderen eine höhere nutzbare Kapazität, so wie vorhin erklärt wurde. Je tiefer die Temperatur der Batterie ist, desto weniger nutzbare Kapazität hat sie. Und bei 10 Grad ist sie dann schon wieder dicht an der Optimaltemperatur von 20 Grad. Und erwärmt sich dann natürlich auch noch ein bisschen langsam weiter durch die Raumtemperatur und die Nutzung der Batterie, sprich Laden oder Entladen, sodass sie dann wieder in einen komfortablen Bereich kommt. So, und damit kann ich die Batterie dann optimal und schnell laden. Gut. Gestern hast du noch eine kleine, kurze Lösung. Ja. In der Fall, wir sind am Ende der Welt. Ja. Und trotzdem, obwohl wir jetzt 2 BMS haben, genau, hast du gesagt, eine geht kaputt, geht weiter, geht weiter. Aber richtig, passiert etwas? Keine Ahnung. Die Wahrscheinlichkeit ist zu niedrig, genau, aber passiert etwas, hast du gesagt, haben wir noch eine kleine Lösung. Genau. Konnten wir weiter unseren Urlaub zum Ende machen. Ja, genau.
So, man sieht es jetzt hier, das ist jetzt auch eine Batterie, in dem Fall mit 460 Ampere-Stunden. Ja, ja. Auch hier haben wir zwei BMS verbaut, so wie es hier unten in der Batterie der Fall ist. So, sollte ein BMS ausfallen, ja, läuft natürlich das zweite weiter. Eben. Jetzt die Frage, was ist denn, wenn beide kaputt gehen? Ja, ist ja ein unwahrscheinlicher Fall, aber wer weiß, durch Blitzschlag irgendwas kann es ja mal passieren, ja, dass doch beide kaputt gehen. Dann haben wir folgende Konstruktionsaufbau. Der Pluspol hier oben von der Batterie geht per Kabel an den Batterie-Pluspol. Ja. Der Minuspol von der Batterie geht per Kabel hier an diese Leiste, das heißt auf die eine Seite vom BMS, muss durch das BMS durch und dann kommen wir hier an den Minuspol der Zelle ran. So, das BMS, das heißt die Elektronik, unterbricht den Stromfluss, wenn man so möchte. Genau, genau. Wenn ich jetzt hier, wir sehen alle unsere Gehäuse, das ist bei jedem Batterietyp übrigens so, sind geschraubt. Das heißt, ich kann die Schrauben lösen, kann den Deckel abnehmen und in dem Fall löse ich hier das Kabel von der Seite und befestige es auf der Seite vom BMS. Das heißt, wir überbrücken das BMS mit dem Kabel und stellen eine direkte Zellverbindung zum Pol her. Genau. Das heißt, dann ist die Zelle, die Minuszelle zum Pol verbunden, die Pluszelle zum Pol verbunden und wir haben die gleiche Schaltung wie bei einer normalen Bleibatterie ohne Elektronik. Das heißt, man kann weiterhin die Batterie normal laden, man kann sie normal entladen und zwar ohne Leistungseinschränkung, sondern mit voller Leistung, die man vorher auch gewohnt war. Und das Einzige, was man hat nicht mehr die elektronische Überwachung. Das heißt, es gibt keinen Unterladeschutz, es gibt keinen Überladeschutz und sonstige Schutze, die einfach das BMS übernimmt, die sind weg. Aber wenn man vorsichtig ist, so wie man es von der Bleibatterie auch gewohnt war, könnte man die Batterie weiterhin normal laden, entladen und man kann seinen Urlaub oder wo man auch immer gerade ist, fortsetzen. Das heißt, man hat weiterhin Energie. Genau. Die Batterie fällt nicht komplett aus, sondern man kann sich einfach helfen. Das ist bei jedem Modell jetzt natürlich ein bisschen anders vom Aufbau, aber wie gesagt, in solchen Fällen können wir natürlich auch unterstützend helfen. Wir wissen ja, wie es innen drin aufgebaut ist und dann macht man zum Beispiel Videotelefonie per WhatsApp oder so und dann können wir da unterstützend einfach helfen und dann klappt das. Genau. Ja, hast du noch etwas für über die? Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Es ist jetzt natürlich in dem Fall jetzt eine 460 Ampere-Stunden Batterie, die eine Leistung von 920 Ampere Bleibatterie oder Gelbatterie ersetzt. Das ist ein Standardgehäuse von einer Gelbatterie, die ungefähr 220 Ampere-Stunden hat. Wenn du so eine 220 Ampere-Stunden Batterie hast, bräuchtest du vier Stück, um diese eine, ich sag mal, zu ersetzen. Ja, ja, ja. So, normalerweise eine Gelbatterie wiegt um die 75 Kilo, das heißt, bei vier Stück wärst du schon bei 300 Kilo. Diese eine wiegt nicht ganz 40 Kilo. Genau. Das heißt, 40 zu 300 Kilo bei gleicher Leistung, gleicher Kapazität, das ist eine riesen Gewichtsersparnis und vom Platz her sowieso. Genau. So, dann hatte ich ja vorhin gesagt, dass bei uns alle Zellen eigentlich so 6000 Zyklen bei 80% Entladungstiefe haben. Genau. Wir haben auch einige, die liegen bis knapp darüber, bis 7000. Das ist schon extrem viel. Das ist ungefähr das Doppelte von dem, was eine normale Lithiumbatterie hat. Die liegt bei ca. 3500 Zyklen bei 80% Entladungstiefe. So, das heißt, da könnte man eigentlich schon sagen, doppelt so viel ist mehr als genug und das ist bei uns der Standard. Jetzt haben wir aber noch ein spezielles Modell entwickelt. Das ist die Marathon. Ja. Die Marathon gibt es auch nur jetzt als 280 Ampere-Stunden Batterie. Okay. Und da ist der Name halt auch Programm. Sprich, wir haben hier jetzt spezielle Zellen drin verbaut, die eine Lebensdauer bei 80% Entladungstiefe von 10.000 Zyklen haben. Das ist dann ungefähr das Dreifache von einer normalen Lithium-Batterie. Und da wollten wir einfach mal zeigen, was ist technisch möglich im Bereich von Lithium-Eisenphosphat-Batterien, sodass man wirklich sagt, es ist eine sichere Batterie, aber mit extrem hoher Leistungsdichte auf dieser kleinen Baufläche mit 280 Ampere und trotzdem sehr, sehr hoher Lebensdauer. Das heißt, auch das ist technisch möglich. So, und damit können wir unterstreichen, was sind wir technisch in der Lage zu bauen bei den Batterien. Und das haben wir ja hier auch nochmal gezeigt, 480 Ampere auf dieses kleine Maß oder hier 460 auf dieses Maß. Und so sollen die Entwicklungen natürlich auch hier weitergehen. Wir sind natürlich immer ein bisschen darauf angewiesen, was brauchen die Kunden, worauf legen sie Wert, was möchten sie als nächstes haben. Ja. Und von daher sind wir natürlich immer so auf ein bisschen Input angewiesen. Aber ich denke mal, damit konnten wir zeigen, wozu wir einfach technisch in der Lage sind und was unser Portfolio so bieten kann. Genau, super. Gut, dann kann ich nur kurz zu meiner Kunde sagen, weil wir haben so viele Anfragen über die 300er Batterie. Ja. Und wir haben jetzt, sagen wir so, kleine
Schwierigkeiten, die noch zu produzieren. Nicht nur du, in die ganze Welt ist Feldmaterial, dauert. So, bis Ende März habe ich verstanden bei euch. Kann man keine 300er bestellen? Ja, nicht ganz. Man kann bei uns natürlich weiterhin 300er bestellen, aber aktuell haben wir so viele Vorbestellungen für die 300er, dass wir mit der Produktion bis Ende März, circa Mitte, Ende März ausgelastet sind. Das heißt, die jetzigen Vorbestellungen brauchen noch so lange, um abgearbeitet zu werden. Okay. Und alle Neubestellungen, die reinkommen, können voraussichtlich erst jetzt circa Ende März ausgeliefert werden. Vorher geht das leider nicht. Die können natürlich bestellt werden, bloß wer es jetzt eilig hat und sagt, ich brauche dringend eine Batterie in ungefähr dieser Leistungsgröße. Ja. Dem können wir jetzt nur ans Herz legen, diese mit in Betracht zu ziehen, weil wir haben die gleiche Gehäusegröße, wir haben sehr ähnliche Kapazitäten. 20 Ampere weniger, kein Problem. Genau, das ist also nur 20 Ampere weniger. Dafür habe ich dann auf der Seite aber eine deutlich höhere Lebensdauer als bei unseren anderen Batterien oder bei sämtlichen anderen Batterien auf dem Markt. Und ich denke mal, so wäre das eine Alternative für die Leute, die jetzt dringend ein Modell in ungefähr dieser Größe suchen. Dann kann man auch beherzt hier zugreifen. Und wer warten kann, wie gesagt, ab Ende März ist diese Batterie dann auch wieder zur Auslieferung bereit. Oder ich habe zu meiner Tochter, da sollen die unsere Kunden anbieten, auch zweimal 150, bis sie kommen. Ist ganz bisschen teurer, aber hast du auch Vorteile bei zwei Batterien. Genau, das heißt, die haben ja ganz hinten, können wir mal ganz kurz hingehen. Genau. Die 150er. Genau, wir haben hier die 150 Ampere Lithium-Batterie. Der Vorteil bei dieser Batterie ist, es ist das DIN-Standardgehäuse von einer 95 Ampere Bleib- oder Gel-Batterie. Das heißt, das Gehäuse ist 100% identisch. Von dieser Gehäusesorte passen zwei Stück unter den Sitz standardmäßig. Das heißt, ich kann die auch einfach 1:1 austauschen. Verkabelung passt auch wieder sehr gut. Ich habe denn meine 300 Amperestunden Kapazität. Ja, sie sind etwas teurer. Das liegt daran, wir haben ja hier einmal die komplette Elektronik mit Heizung und Aktivbalancer alles verbaut. Ja. Wenn ich jetzt zwei Batterien nehme, habe ich das natürlich doppelt verbaut. Wenn ich eine 300er nehme, ist das alles einmal verbaut. So, dadurch ist der etwas höhere Preis entstanden. Aber ich habe das, was wir schon vorhin an den großen Batterien erklärt haben, jetzt natürlich alles doppelt. Das heißt, ich habe die doppelte Elektronik, alles doppelt verbaut. Balancer, alles. Genau. Sollte jetzt wirklich mal eine ausfallen, läuft die andere Batterie natürlich problemlos weiter in der Parallelschaltung. Von daher hat dieser Mehrpreis auch natürlich noch einen gewissen Mehrwert, wenn man so möchte. Genau. Ich habe eine höhere Ausfallsicherheit und für Leute, die mal wirklich ganz große Wechselrichter betreiben möchten. Eine Batterie hiervon kann schon 200 Ampere Dauerstrom abgeben. Zwei können dementsprechend das Doppelte. Das heißt, dann hätte ich schon 400 Ampere. Dementsprechend wären riesige Lösungen riesige Wechselrichter mit durch diese Doppelbatterie dann auch möglich. Also für die, die sehr hohe Leistung betreiben wollen, wenn auch nur kurzfristig, wäre das vielleicht auch eine Kombination, die denn Sinn machen würde. Genau. Und es ist immer besser, wenn ich als Kunde zwei Batterien belastet, gleichzeitig als nur eine. Ja, so Vorteile gibt es immer. Genau, der Strom, wenn ich ihn habe, verteilt sich ja auf beide Batterien. Das heißt, jede Batterie wird deutlich weniger belastet. Und in der Regel kann man sagen, hält sie natürlich dadurch auch länger, weil sie weniger belastet wird. Also es hat nicht bloß einen Preisnachteil, es hat natürlich auch andere Vorteile, muss man ganz klar sagen. Noch eine kurze Frage über die unter dem Sitz-Variante und dann, ich glaube, sind wir von eurer Erfahrung und so. Ich sehe hier gerade, das ist eine unter dem Sitz Ducato. Ja. Passt aber auch bei Ford oder Mercedes oder was habt ihr für Erfahrung? Genau, bei Ford müsste es oder Renault müsste es auch passen, weil es ist ja zweimal das DIN-Gehäuse. Das heißt, es ist ja ein Doppel-DIN-Gehäuse, wenn wir so wollen. Und überall, wo zweimal die Batterie reinpasst, sollte die auch reinpassen. Okay. Bei Mercedes Sprinter gibt es ein, ich sag mal, wahrscheinlich ein kleines Problem. Da haben wir hier nicht so ein offenes Sitzgestell, wie wir es hier haben, sondern es sind geschlossene Bleche, die gekantet sind zur Stabilisierung. Ja. So, und durch das geschlossene Blech könnte es schwierig werden, ich sag mal, die Pole vorne anzuschließen. Das haben wir noch nicht getestet. Das müsste man jetzt wirklich erstmal testen, bevor man da definitiv eine Aussage zu geben kann. Aber es könnte in dem Fall schwierig werden, weil hier habe ich immer vorne meine Plastikklappen. Das heißt, ich kann einen Anschluss machen, ich kann ein Kabel verlegen. Ja. Wenn da aber schon ein Metallgehäuse ist in dem Fall, das könnte sich dann eventuell auch nicht vertragen. Gefährlich. Ja, genau. Deswegen muss man da
gucken, ob das bei Mercedes geht. So im Notfall alles muss klar. Man sagen, so, leider dann Fiat Ducato und Company, so Peugeot und Citroën, kein Problem. Genau, richtig. Ford und Renault wieder kein Problem. Genau. Aber bei Mercedes müssen wir einen anderen Platz wahrscheinlich finden. Wahrscheinlich alles schon. Klar. Ja. Dani, alles klar. Ich danke ja, dir erstes Mal. Gerne. Wir werden wahrscheinlich in Sommer oder so, wir sind jetzt am Renovierung, ja. Ich war auf dem Suchgang, neue Halle und so, ist ganz schwierig heute Tag. Ja, ich weiß, wir kennen das. Alles kostet viel und so, dann habe ich gesagt, okay, dann investierst du etwas hier in diese Halle, was du hast, Mitte ist nicht so hoch und so weiter. Ja. Und dann, ich werde die renovieren, alles neue Büro, neue Boden, ja. Und dann im Sommer mache ich wahrscheinlich eine kleine Hausmesse. Hätte ich gerne dich einladen. Ja, also ja, gerne. Wenn ich zeitlich verfügbar bin. Ja klar, muss passen, klar. Klar. Dann komme ich gerne vorbei. Also, alles klar. So, danke nochmal. Gerne an. Alles ja, klar. Alles klar. So, Leute, habt ihr gesehen? Ja, viele, viele Neuigkeiten von Seite Batterie. Ja. Die Messe ist voll, gibt es Leute überall. Doch. Auch. Aber wie gesagt, so viele Neuigkeiten von August bis hier sind nicht, ja, beziehungsweise sind ein paar Monate, hast du keine andere Neuigkeit. Aber hier haben wir etwas interessant gesehen, habt ihr auch viele Informationen, viele Neuigkeiten, auch eine Lösung, wenn wir keine 300, wir haben viele, viele Anfragen über die 300 in der letzten Zeit. Konnten wir jetzt eine 280er, das ist 20 Ampere weniger, mehr Ladezyklen, so hast du nur Vorteile. Gut, wir versuchen diesen Film zum Ende. Ja, letzte Tage bei der Messe, ich fahre von hier nach Bruchberg, den Film wahrscheinlich mache ich oder heute Abend oder morgen online. Und ja, viel Spaß bei Messe, wer da ist wahrscheinlich, oder bei meinen Filmen zu gucken. Ich sage einfach Tschüss, bis nächstes Mal aus Stuttgart, Julian. Ciao, ciao, ciao.